3,60 Meter, ob man da mit einer Familie in einem Karawan gut unterkommt, das zeigt und verrät uns gleich der Janosch. Hallo Janosch. Ja, ich versuche das mal nachzubringen. Hallo zusammen. Und 3,60 Meter und die Familie muss da rein. Nicht jeder hat ein großes Auto, viele haben auch kleine Fahrzeuge und die können halt keine großen Wohnwagen ziehen, die wir natürlich auch im Programm haben. Also wir haben auch Polar bei uns im Betrieb. Aber hier haben wir einen Grundriss, der das Camping in der Urgestalt bringt. Das ist ein Zelt auf Rädern, von der Größe her, aber vom Komfort wird man da nichts vermissen. Bitte. Ja, der Carpento 360S und ich sehe schon, hier haben die Kids ihre kleine Kuschelkoje und optimal gestaltet. Ich finde auch hier wieder die Liebe zum Detail, wie die Formen umgesetzt sind, wie viel Detailarbeit dahinter steckt und alles sieht wirklich top und gemütlich aus. Und auch hier nochmal der akustische Aspekt. Sobald man drin ist, hat man eine schöne gedämpfte Wirkung und fühlt sich eigentlich, auch wenn das ein kleiner Raum ist, direkt wohl und direkt zu Hause. Ja, und damit die Eltern auch ganz ruhig auf 3,60 Meter sich abseparieren können von den Kindern, hat man ja hier noch so Vorhänge, dass man sagt, Privacy. Nee, ja. Man muss, glaube ich, beide raushängen. Okay, sofern man von Privacy auf 3,60 Meter reden kann. Aber wie man sieht, alles drin. Ich habe den Kühlschrank, der ist sogar schon bestückt, wie immer. Zumindest hier auf der Messe. Ich habe hier einen Kleiderschrank. Natürlich, wenn ich die Kinder dabei habe, da brauche ich natürlich auch Platz für Socken und alles Mögliche. Also ich habe hier überall Schränkchen. Alles hier schön in Pappelsperrholz, alles handgefertigt. Und auch mit Softclothes, wie die ganz Großen. Mhm. Auch die Schubladen hier, alles schön gefertigt und auch Softclothes. Ja, sehr hochwertig, schöne indirekte Beleuchtung. Und hier übers Eck da, das heißt auch hier Platz Freude am Detail, genau. Ja. Und auch die Türen knallen nicht zu. Also alles schön, dann können die Kinder weiter schlafen. Wir haben hier nochmal eine Schublade unterm Kühlschrank. Also jeder Raum ist hier ausgenutzt. Wir haben eine schöne indirekte Beleuchtung. Natürlich USB überall. Also man kann hier das Handy reinschmeißen und laden. Mhm. Oder da vorne am Tisch. Und natürlich das absolute Highlight sind diese Panoramafenster, wo man sich einfach fühlt, als würde man ja fast schon draußen sitzen. Guck mal, jetzt sitzen wir hier, setz dich mal hin. Dann sehen wir, zu dritt können wir uns hier hinsetzen und es geht. Also die vier, hier kann noch ein Kind sitzen. Mhm. Oder ein Erwachsener und dann spielen wir eine genau. Runde Poker. Oder wir können frühstücken. Ja. Oder mal eigentlich Mittag machen. Ne? Ja, wir sind auf dem Caravansalon Düsseldorf. Es ist, glaube ich, nee, es ist schon halb ein. Bei uns im Saarland sagt man um 12, jetzt gibt Gäss, ne? Aber wir hungern noch ein bisschen, weil wir nämlich hier am Drehen sind, hier in dem Carpento. Und du wolltest uns diese Modelle unbedingt zeigen, weil es eben, ja, wie hast du es formuliert, so klein wie möglich und so groß wie nötig, genau. Oder? Und für viele ist das Größere nicht nötig. Die sagen, ich komme mit klein zurecht, da brauche ich keinen großen Außenspiegel und kein schweres Fahrzeug, weil dieses Fahrzeug hat ein zulässiges Gesamtgewicht von rund 1000 Kilo. Mhm. Man hat ungefähr 350 Kilo Zuladung, die sind absolut leicht. Die sind hier aus GFK geschäumt, auch isoliert. Mhm. Jetzt fragt man mich, wo hat man die Heizung? Beim Sven findet man im Kanal noch so ein schönes Video über den EcoMar 2000. Der wird hier gerne genommen. Das ist ein kleiner Heizlüfter, der reicht für diesen Raum vollkommen aus. Ja, ich glaube, wenn man hier zu viert sitzt, du hast schon gesagt, du hast mich gefragt, war ich schon mal auf einem Konzert? Da ist man immer im T-Shirt. Und wenn man hier zu viert sitzt, dann heizen natürlich die Körper auch entsprechend auf und vor allem auch die Atemluft und so. Und ich glaube, da braucht man, je nachdem, wie kalt es draußen ist, wirklich kaum eine Heizung. Aber auch wenn es mal wärmer wird, gibt es hier natürlich auch ein Fenster, um da ein bisschen frische Luft mit reinzulassen. Und im Stockbettbereich hat der untere und das obere Kind halt auch die Möglichkeit, die Fenster ein wenig zu öffnen, um da mal frische Luft reinzulassen. Also man kann das auch schön durchziehen lassen oder man lässt einfach die Tür offen. Macht das Fliegengitter zu. Die sind auch dort mit Beleuchtung. Also jeder hat seine Leselampe. Wenn man abends noch ein Märchen lesen kann. Ganz rechts haben die da so noch so einen Schalter mit Lampe. Klar, was nicht fehlen darf in einem Wohnwagen, deswegen sind wir ja im Wohnwagen unterwegs. Das ist das Badezimmer. Auch hier haben wir ein
sehr üppiges Bad. Ja. Flo. Geh mal rein, ob du da duschen Flo könntest. Schwingt einmal du bist rein. Ja ein bisschen. Aber andererseits, du wirst ja nicht mit den hohen Schuhen duschen. Ne? Oh, nee, also ich dusche selten mit Schuhen, aber auch ohne hier 1,80 bin ich eigentlich immer noch so eine Finger, zwei Finger breit passen noch zwischen Kopf und Decke. Aber auch hier natürlich nochmal Staumöglichkeiten mit Fenster und mit Lüfter im Fenster. Das heißt, man kann die feuchte Luft auch absaugen lassen. Auch ja, Beinfreiheit und, hier auf der Toilette ist. Und im Sitzen kann man sich die Füße auf jeden Fall waschen. Man zieht das einfach oben raus, wäscht sich die Füße. Ja, genau, hier. Ja, meine Frau sagt, ich sage nicht mit Stinkefüßen ins Bett. Das ist das Nötigste, muss man dann waschen. Ja, so. Das ist also klein wie möglich, aber auch wenn die Kinder mal so hier mit dreckigen Füßen so ganz richtig schwarz, ich kenne das noch von meiner Tochter, die hatte da immer schwarze Füße, wenn wir campen waren, dann rein ja, dann und einmal rumschrumm, dann ab ins Bett, gute Nacht, Privacy und tschüss. Ja, und vielleicht kannst du uns noch hier verraten, was diese Anzeige uns verrät. Das ist der Voltmeter, der zeigt an, wie viel Volt ich in der Batterie, beziehungsweise jetzt sind wir ja im Netzteil dran, haben. Und das ist hier der Wassertank, der hat einen 70 Liter Wassertank und wenn der zur Neige geht, dann steht da eh. Und für Batterie, für Sonstiges, für Bettwäsche haben wir ja noch hier unter den Sitzen diese jeweils in jedem Carpento diese Stauflächen. Jetzt hören wir auch dort den Lüfter vom. Und da sind auch die Kabel. Hier kann man eine Batterie anklemmen, also eine dicke, je nachdem, wunschgemäß vom Kunden. Also wir bauen die auch mit Solar auf, weil es gibt auch Kunden, die möchten auf keinen Fall auf dem Campingplatz. Und dann wird dann eine Solaranlage drauf gebaut und dann ist man komplett autark. Ja, und vielleicht magst du noch einmal zeigen, wie man das Bett dann umrüstet. Genau, für das Elternbett, weil die Kinder sind ja schon am Schlafen sozusagen, weil das haben wir ja eben schon gezeigt, die sind ja auch immer gemacht. Und jetzt machen wir das Bett mal hier. Also auch super easy, einfach umklappen und der Tisch wird zum Bett. Genau, und so kleine Leute wie ich, das kann ich ja mal, jetzt bin ich mal dasjenige, der sich das mal ausschaut oder anschaut, damit ihr sehen könnt. Hier, so kleine Leute. Ja, auch hier bequemes Liegen. Und ich glaube, wenn man abends im Bett liegt genau. Und dann rausschauen kann. Was will man mehr? Genau. Und hier kann, also hier können auch locker mal eben zwei Personen drin kuscheln. Was dann auch dementsprechend in so einem kleinen Fahrzeug natürlich auch sehr spaßig sein kann. Ja, und auch nochmal zusammenbauen. Das geht auch in wenigen Sekunden. Einmal die Polster zur Seite schaffen. Die Kissen wieder beiseite. Wir müssen ja auch Ordnung machen. Wir sind ja hier auf der Messe und der ist ja noch in der Ausstellung. Dementsprechend machen wir das hier mal alles zu. Wie sieht es denn aus mit Lieferzeit, wenn ich mir so einen Carpento bestellen möchte? Also wir haben immer eine Vorbestellung, aber man muss zurzeit ein halbes Jahr drauf warten. Mhm. Ja, ist ja nicht schlimm. Also die Messemodelle, die werde ich teilweise jetzt verkaufen, die kommen ja alle zu uns nach Königswinter. Ja. Also man kann sich den auch live später in Königswinter anschauen und dann halt auch bei mir kaufen. Ja, nenn noch mal eure Webseite. Das ist müllermotors.de. Müller mit UE geschrieben. Und das Minus einfach ein Minus. Ein Minus ohne Punkt. Genau. Ja, denselben, den haben wir ja noch mal. Also damit wir das mal ganz schnell hier zeigen können. In einer anderen Konstellation, wenn die Kinder nicht so viel sind. Oder wo, wenn der eine früher aufsteht, dann haben wir hier kein Stockbett drin, sondern nochmal eine Sitzgruppe, die wir dann genau analog von hinten auch nochmal zusammenklappen können. Ja. Und so ähnlich sieht der 360er dann auch aus, wenn man dann hinten ein Stockbett oben hat. Also man kann den auch mit Sitzgruppe und Stockbett bestellen. Also dann ist die Sitzgruppe, kann man umbauen zum Stockbett, da kommen wir gleich zu, im 410er. Das ist halt so, wenn die Kinder und die Erwachsenen voneinander ein wenig getrennt sein möchten. Ja, aber auch hier einfach Tisch umklappen und dann hat man hier auch noch ein Bett. Liegefläche. Also das ist
das Liege ist so, und Liebefläche, je nachdem. Genau. Ja, das geht dann nicht nebeneinander, aber übereinander geht alles. Ja, auch so, hier auch Bad. Hier ein schönes Bad. Und jetzt kommt der Clou. Man hat ja, ich habe ja eben von Kinder und Duschen gesprochen. Und man kann optional hier diese Duschklappe hier bestellen. Dann macht man die hier auf. Dann sagt man, stell dich da mal hin. Ich tue die Dusche. Raus. Und dann kann ich die Dusche hier rausgeben. Ah! Und dann hat man auch die integrierte Außendusche, wie man hier sehen kann. Und ja. Der Flo kann sich jetzt abduschen, wenn er möchte. Ja, jetzt kannst du dich auch ausziehen, weil du bist ja nicht im Bild. Gut, ja, auf jeden Fall. Ich bin begeistert. 3,60 Meter. Der Carpento. Und, hast du es gesehen? Ja. Ja, hast du gesehen. Gut, sehr schön. Ja, hier von der Außengestaltung haben wir eben die graue Variante mit schönen Applikationen. Ja, je nachdem, passend zum Auto kann man die ja so bestellen. Komm, wir gehen einmal zur Seite. Hier, dass wir den nochmal in der Breite sehen. Weißt du, was wir mal machen? Stell dich mal hin, breite mal deine Arme aus. Ich breite meine Arme aus. Ja, ich mach das mal so. Siehste. Und dann sehen wir, der ist so breit wie zwei Personen, 3,60 Meter, also eine ganze Familie auf kleinem Raum, aber man fühlt sich eigentlich gar nicht wie in 3,60 Meter, sondern ein richtig schönes Wohngefühl. Und du hast gesagt, der Vorteil ist, man kann den auch an fast jedes Fahrzeug oder an jedes Fahrzeug anspannen. Im Prinzip mit jedem Führerschein fahren. Ja. Man kann den ablassen auf 750 Kilo, dann ist man total safe, aber auch hier, es spielt keine Rolle. Man braucht keinen Führerschein, also keinen extra Führerschein für überall 3,5 Tonnen, weil das ist ein ganz kleiner, ganz leichter Wohnwagen, den darf jeder ziehen. Also jeder darf Campingurlaub machen. Das sowieso, auch wenn vielleicht nur mit dem Zelt, aber Campen ist im Trend, ob mit Wohnwagen, Reisemobil oder. Ihr schaut German Television und seid dann bestimmt auch Fans von solchen Sachen. Genau, daher müsst ihr auch den Kanal unbedingt abonnieren. Ja. Weil Abo ist wichtig, dann bekommt ihr auch die ganzen Neuheiten immer frisch nach Hause geliefert. Ja, der Janosch weiß Bescheid. Hast du denn German Television abonniert? Ja. Sag nichts Falsches. Seit Jahren. Sehr schön, ja. Und seid so lieb, gebt dem Video ein Like, kommentiert fleißig und schaut noch viele, viele weitere Videos bei uns im Kanal. Ja, danke fürs Einschalten und bis bald. Tschüss.